Und ja, auch von unserer Seite nochmal herzlich willkommen. Wir werden Ihnen jetzt Köln ...2.800 Menschen Medizin bzw. Zahnmedizin. Die maximale Versorgung der Uniklinik Köln umfasst rund 1.300 Betten in 27 klinischen Abteilungen. Im Jahr werden ca. 50.000 Patienten stationär und über 160.000 ambulant behandelt. Die über 6.800 Mitarbeiter tragen dazu bei, die Patienten medizinisch und pflegerisch auf höchstem Niveau zu behandeln. Jetzt zu den Stationen, wo wir im Einsatz waren. Das ist das Herzzentrum. Das Herzzentrum ist eines der neuesten Häuser des Uniklinikums. Es ist ca. 5 Jahre alt und befindet sich im ständigen Umbau, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Das Haus unterteilt sich in 4 Stockwerke. Im ersten befindet sich der OB mit der dazugehörigen Intensivstation, wo sich die Patienten 2 bis 3 Tage nach ihrer Herzoperation aufhalten. Im zweiten Stock befindet sich eine Kinderkardiologie. Der dritte sowie der vierte Stock unterteilen sich jeweils in 2 Stationen. Hauptsächlich werden im dritten Stock Patienten, die eine mechanische oder biologische Herzklappe erhalten haben, versorgt, wogegen sich der vierte Stock hauptsächlich mit Patienten nach Bypass-Operationen beschäftigt. Der Aufgabenbereich unserer Kollegin teilt sich in Basisversorgung sowie Überwachung der Vitalzeichen und Mobilisation der Patienten. Die Palliativstation. Diese Station im Uniklinikum Köln wurde 1983 gegründet und fand zuerst Platz im Bettenhaus. Erst im Jahre 1992 wurde das heutige Dr. Mildred Schiel-Haus erbaut, vor allem aus Mitteln der Deutschen Krebshilfe. Das heutige Palliativzentrum beherbergt die Palliativstation mit 15 Einzelzimmern, den Palliativmedizinischen Konsiliardienst, Räume für Lehre und Forschung sowie die Dr. Mildred Schiel Akademie für Forschung und Bildung der Deutschen Krebshilfe. Der Aufgabenbereich der Projektteilnehmerin war die Basisversorgung sowie die Begleitung und Betreuung der Patienten und deren Angehörigen. Die Knochenmarkstransplantationsstation. Die hochmoderne Station für Stammzellen und Knochenmarkstransplantation befindet sich im 4. Stock des Bettenhauses. Auf dieser Isolierstation arbeiten 2 männliche und 15 weibliche Pflegefachkräfte sowie 3 Patientenservicekräfte, um das Wohlergehen von 14 Patienten und Patientinnen zu sichern. Mein Aufgabenbereich auf dieser Station lag in der Zubereitung sowie Überwachung der Infusionstherapie und der Kontrolle der Vitalzeichen. Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Dieses Gebäude besteht aus einer Ambulanz und einer Station. Zum stationären Aufenthalt können maximal 10 Patienten kommen. Es gibt 6 Zweibettzimmer, wobei 2 Zimmer immer für Klassepatienten reserviert sind. Das Pflegeteam setzt sich aus 4 männlichen und 5 weiblichen Pflegern zusammen. Es arbeiten 2 Stationsärzte in Kooperation zusammen. Zudem umfasst das Ärzteteam einen Oberarzt und einen Chefarzt. Zum Therapieprogramm zählen Musiktherapie, Kunst-, Sporttherapie, die von zuständigen Therapeuten geleitet werden, und die Gruppentherapie und Einzeltherapie, die von den Stationsärzten geleitet werden. Jeder einzelne Pflegedienst bekommt 1 bis 2 Bezugspatienten zugewiesen, mit der im Rahmen des stationären Aufenthalts nach Absprache Bezugspflegegespräche durchgeführt werden können. Dann innere Medizin, hämatologisch-onkologische Abteilung. Auf dieser Station werden hauptsächlich Patienten mit den Krankheitsbildern akute lymphatische Leukämie, chronisch-myeloische lymphatische Leukämie, Hodgkin-Lymphome, Non-Hodgkin-Lymphom, Bronchialkarzinom, Sarkom, kolorektale Karzinomen und anderen soliden Tumoren behandelt. Das Team besteht neben pflegerischen und ärztlichen Kollegen aus Mitarbeitern des Patientenservice,
Physiotherapeuten, Mitarbeiterin des Haus Lebenswert, 2 Case-Managerinnen, Arzthelferin und gegebenenfalls Zivildienstleistenden bzw. Praktikanten sowie studentischen Hilfskräften. Die Patienten werden nach dem System der Bereichspflege versorgt und die Mittagsübergabe wird mit den Kollegen am Patientenbett durchgeführt. Die Unterkunft. Das Wohnheim, in dem wir untergebracht waren, ist ein altes Backsteinhaus. Die Zimmer sind mit dem Notwendigsten eingerichtet. WC und Dusche befinden sich am Gang. Es gibt pro Etage eine gemeinsame Küche, in der auch der Kühlschrank steht, wo jeder ein kleines abschließbares Fach hat. Köln. Köln ist nach Einwohnern die viertgrößte, flächenmäßig die drittgrößte Großstadt Deutschlands sowie die größte Stadt Nordrhein-Westfalens. Die Stadt hat mit der Universität zu Köln, an der mehr als 44.000 Studenten eingeschrieben sind, eine der größten Universitäten mit rund 16.500 Studenten an der Fachhochschule Köln, die größte Fachhochschule Deutschlands und ist Sitz zahlreicher weiterer Hochschulen. Köln verfügt über ausgedehnte Grünflächen, die im städtischen Bereich als Parks gestaltet sind. Typisch für Köln ist die Sprache, der Dom, das Nationalgetränk Kölsch, die Brauhäuser, der Karneval, der 1. FC Köln, Kölnischwasser und Vater Rhein. Der Fluss, der 1324 Kilometer lang ist und durch die Stadt Köln fließt. Freizeit. Der Decksteiner Weiher. Der Decksteiner Weiher ist zu jeder Zeit wunderbar für Läufer. Und da es dort sehr viele Wege und Nebenwege gibt, kann man die Strecke ganz individuell verlängern oder verkürzen. Allerdings, Einsamkeit sucht man dort vergebens. Es ist immer eine Menge los. Und man muss schon gut trainiert sein, um dorthin zu laufen und dann die Runde zu drehen. Oder mit dem Auto fahren. Für eine Umrundung benötigen wir 2 Stunden. Nachdem in Köln. Vor allem Studenten und Schüler fühlen sich in Köln durch die zahlreichen Bars sehr wohl. Der Kölner Zoo. Der Kölner Zoo, 1860 gegründet, ist der drittälteste Zoo Deutschlands. Sein heutiges Erscheinungsbild ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Erhalten gebliebene Tierhäuser und Anlagen, wie das 1863 erbaute Elefantenhaus im maurischen Stil oder der Affenfelsen von 1914, sowie Anlagen wie der im neuen Jahrtausend eröffnete Regenwald oder der Elefantenpark Köln, zeigen die Entwicklung zoologischer Gärten von der Menagerie zum Naturschutzzentrum. Der Zoo Köln beherbergt auf einer Fläche von etwa 20 Hektar mehr als 500 Tierarten aus allen Kontinenten und Weltmeeren. Dann die Kölner Seilbahn. Die Rheinseilbahn in Köln, auch Kölner Seilbahn genannt, ist eine den Rhein überquerende Seilbahn. Sie verbindet in Höhe der Zoobrücke die beiden Ufer des Flusses und wurde zur Bundesgartenschau 1957 errichtet. Von 1957 bis 2006 hat sie über 14 Millionen Menschen unfallfrei transportiert. Sie gilt deshalb als Köln sicherstes Verkehrsmittel. Die Rheinseilbahn verkehrt von März bis November. Es handelt sich um eine Gondelbahn oder genauer um eine 2-Seil-Umlaufbahn. Die 41 Kabinen für 4 Personen können bis zu 1600 Personen pro Stunde befördern. Der Kölner Dom. Der Kölner Dom ist 157,38 Meter hoch, hat 532 Stufen und ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands. Im Durchschnitt etwa 20.000 Besucher pro Tag. Im Mittelalter wurde Köln zu einem bedeutenden kirchlichen und zu einem wichtigen künstlerischen und edukativen Zentrum. Der Kölner Dom ist die größte gotische Kirche in Nordeuropa und beherbergt den Dreikönigsschrein, in dem die angeblichen Reliquien der heiligen drei Könige aufbewahrt werden. Daher die drei Könige im Stadtwappen.
Einkaufsstraßen. Köln hat nicht nur die beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland, so wie die Hohe Straße und die Schildergasse, sondern auch im Umkreis findet sich so einiges, was die Herzen von Shoppingliebhabern höher schlagen lässt. Sei es exklusive Markenmode auf der Mittelstraße, die neuesten Trends rum um die Sternstraße oder Mode von aufstrebenden Jungdesignern im belgischen Viertel. Wer da nicht fündig wird, der wird es woanders garantiert auch nicht. Die CSD-Parade. Der Christopher Street Day, CSD, ist ein Festtag, Gedenktag und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern. Gefeiert und demonstriert wird für Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Die Bezeichnung Christopher Street Day ist nur in Deutschland und der Schweiz üblich. In Österreich heißt der Umzug Regenbogenparade. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von Gay Pride oder Pride Parades gesprochen. In Australien sind die Paraden mit der Karnevalstradition vermischt worden und heißen deswegen dort Mardi Gras. In beinahe jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es heute einen CSD. Die größten in Köln, Cologne Pride und Berlin. Die Paraden und Demonstrationen während des CSD stellen mittlerweile ähnliche Attraktionen dar, wie beispielsweise Karnevalsumzüge oder die neueren Technoparaden. In Köln hatte das CSD im Jahre 2002 als Europride mit 1,2 Millionen Beteiligten, Teilnehmende und Zuschauer zum ersten Mal mehr Besucher in die Stadt gelockt als der Rosenmontagszug und war damit die bisher größte CSD in Europa. Alles in allem war Köln seine Reise absolut wert und wir haben es in keinster Weise bereut. Es war interessant zu sehen, wie die Pflege und der gesamte Krankenhausablauf in anderen Ländern praktiziert wird.